Gehen wir los. Also, ich bin Jonathan und ich werde ein bisschen über CouchDB reden. Naja, ich bin kein Spezialist. Ich habe seit einigen Monaten CouchDB gefunden und das war ziemlich cool. Und deshalb möchte ich heute eine Präsentation darüber machen. So, ja, also wenn Sie mehr Informationen möchten, können Sie an diese Seite angucken. Also das erste Link ist die offizielle Seite für CouchDB. Die zweite Seite ist ein Manual, die sehr komplett ist. Und als drittes Link gibt es eine Präsentation von J. Chris Anderson, der eigentlich der Meister von CouchDB ist. Naja, so. Also, wie gesagt, bin ich kein Spezialist für Datenbank und ich bin noch Student und an der Universität lernen wir über relationale Datenbanken. Naja, wenn Sie irgendwann Fragen haben oder wenn Sie mich nicht verstehen, fragen Sie einfach. Naja, also relationale Datenbanken, naja, wir lernen nur diese Datenbank. Das heißt, ich habe immer gedacht, dass Datenbanken genauso wie das ausscheinen. Das heißt, es gibt mehrere Tabellen, es gibt Schema. Man muss Joins machen, um Informationen zu abzuholen. Naja, es ist nicht total wahr, weil es gibt auch andere Datenmodelle, also Graph-Databases, Document-Databases und so weiter. Die haben alle Nachteile und Vorteile. Das heißt, also zum Beispiel Bigtable ist bei Google benutzt. Es kann viele Schreibenoperationen handeln. Graph-Databases sind eigentlich gut, um Databases-Probleme zu machen. Das heißt, entweder geografisch oder irgendwas, der einen Graph nutzt. Naja, CouchDB ist ein Document-Database. Ja, also wie gesagt, hat alle Modelle Vorteile und Nachteile. Der Punkt ist, das genaues Tool, um die genaue Nutzung zu benutzen. Das heißt, also CouchDB ist kein Silver Bullet. Es kann nicht, also, naja, es gibt Dinge, die CouchDB nicht machen kann. Es gibt auch Dinge, die er kann und relationale Datenbank können nicht, so weiter. Naja, also, ich werde über CouchDB reden. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, um Document Database zu benutzen. Zum Beispiel MongoDB. Naja, passt gleich. So, dokumentorientiert heißt, also die Datenbank wird nur mit Dokumente ausgefüllt. Es gibt keine Tabelle oder so. Es gibt nur Dokumente. Naja,
Diese Dokumente haben kein Schema. Es ist total frei. Database, ja klar, es ist ein Database-System. Und HTTP-Server, ja, eigentlich ist der API auf HTTP verfügbar, der ein bisschen besser als andere System wie, also sie haben fast alle MySQL benutzt und man kann nicht so einfach direkt mit die Datenbank reden. Es gibt Library dafür, aber man kann nicht direkt zugreifen. Also Dokument, was ist ein Dokument? Die Idee ist eine selbstverständliche Struktur zu haben. Das heißt, man braucht kein Join, um Informationen abzuholen. Es gibt nur ein Dokument und alles drin ist. Also das einfachste Beispiel ist die Rechnung. Naja, einfach. Also diese Dokumente sind eigentlich JSON-Strukturen und also so gibt es keine Schema, also kein festes Schema. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel zwei Dokumente, die meine Zeitplanung zeichnen. Ich habe eine Vorlesung und ich habe die GPN. Und also die Vorlesung hat ein Repeat-Feld, ein Repeat-Util und so weiter. Der andere Dokument hat keine. Das wird mit Doc-Typing benutzt. Ja. Also HPI ist völlig restful. Also restful ist kleine, also kein Zustand. Ein Server und mehrere Clients, so weiter. Also das heißt einfach, dass auf HTTP verfügbar ist. Und das API kann alles mit der Database machen. So, also zum Anfang möchte ich CodeGB installieren. Also ich bin auf Windows und einfach der Setup starten. Also Sie, wenn Sie auch einen Laptop haben, können Sie auch das machen. Also der Setup-Datei ist auf der offiziellen Seite verfügbar. Aha. Oh ja. Ah, sorry. weil es gab Informationen dahin, drin. Naja. Also die Doku ist ziemlich voll. Das heißt, hier ist die komplette API-Referenz. Das heißt, also Konfiguration Server. Okay, oder Authentication. So, hier sind die Database-Methods, um eine Datenbank zu machen, aktualisieren und so, also diese Database-Documents. So. Ja. Ein bisschen langsam. Haben Sie schon Fragen? Ja,
Ist das verständbar? Also können Sie verstehen? Ja. So. Cool. Dann machen wir es so einfach. Code GB und Start. Also, Prepare to relax und Time to relax. Einfach. Dann würde ich ein Tool benutzen, das curl heißt. Kennen Sie das? Es ist einfach, um HTTP-Requests zu machen. Ja, also CodeGB started on localhost 5984. So, ich mache einfach ja, welcome. So, das funktioniert. Zum einfachsten mache ich so. So, was gibt es dann? Ich möchte eine Datenbank machen. Das heißt, also wir können diese Seite angucken, create a new database, einfach put slash database name. Naja, also das API benutzt diese HTTP-Operationen. Das heißt, es gibt nur, also es gibt nicht nur GET und POST, wie Sie mit PHP benutzen, sondern ganz andere Möglichkeiten. So. Und ich möchte die Datenbank ja, fubar ja, machen. Ah, groß ist. Sorry. Danke. Okay. So ist die Datenbank gemacht. Also es gibt ein paar Informationen dazu, die zurzeit nicht erklärt werden. Naja, was hat er genau gemacht? Er hat HTTP-Request gemacht und dann das Antwort gehört. Und eigentlich gibt es einen Fehler, dass also die Database existiert schon. So, ich kann auch machen. Seite. Übrigens gibt er das Statue 412. Vielleicht kennen Sie nicht. Das sind extra Code. Okay, und 201 created. Okay, ich kann auch das delete. Okay. Ja, dann machen wir Dokumente. Mit curl auf Windows ist das nicht so einfach, das zu machen. Deshalb benutze ich lieber diese REST-Client. So. Dann. Wie bitte? Ah, danke.
Und okay, was? Echt? Sorry. Okay, dann können wir weiter. Also ich habe nicht verstanden. Wie bitte? Okay, das passt. Ja, dann machen wir einen Post über diese Datenbank. Ich muss Applikation JSON gemacht. Es ist auf Unicode. So, machen wir ein Dokument. Ideen? Okay, dann schicken wir. Okay, und er macht eine automatisch generierte Nummer für das ID und es gibt auch eine Revisionnummer. Naja, wenn dann, mit dem ID kann ich dieses Dokument abholen. Das heißt get. Okay, dann. Naja. Alles, das mit Unterstrich anfängt, ist spezial. Spezial eigentlich. Lieber benutzen Sie keine Namen, die Unterstrich beginnen. Es gibt auch Möglichkeiten, um diese Dokumente zu löschen. Dann, okay. Was passiert mit die Aktualisierung? Es gibt natürlich Revision. Es war diese Unterstrich Rev-Feld. Und es gibt keine Log. In MySQL zum Beispiel gibt es Log dafür. Das heißt, wenn jemand schreibt einen Eintrag, ist dieser Eintrag gelockt und wenn fertig ist, wird es gelockt und alle Operationen, alle andere Threads, die lesen möchten, werden dann ausgeführt. Aber während des Logs gibt es keine Leseoperation. Hier gibt es kein Log. Es gibt nur Revisionnummer. Zum Beispiel, ja. Ich möchte diese Dokumente wieder machen, also aktualisieren. Eigentlich das Antwort ist nicht 42, sondern 43. Naja. Okay. True aktualisiert und Revisionsnummer 2 etwas. Das heißt,
Die Revisionsnummer wird automatisch inkrementiert. Naja, ich kann auch anschauen, es gibt wie PHP MyAdmin, aber es ist schon hier. Das heißt, nee, das ist nicht von mir. Ja, das ist besser. Naja, das heißt füttern. Das Tool ist schon mit CouchDB installiert. Und Fuba hat ein Dokument. Einfach. Es ist besser, um. Also. Card, so weiter. Save Document. Und Revision 3. Was passiert, wenn zwei Nutzer gleichzeitig schreiben möchten? Zum Beispiel macht diesen, also ja, zwei. Okay. Aber der andere Nutzer hat immer die Revision 3 und er möchte 45 aktualisieren. Ja. Und Konflikt. Ja, also ich habe vielleicht verstanden, dass um ein Dokument zu aktualisieren, müssen Sie zuerst das Dokument herunterladen, dann modifizieren, also bearbeiten und dann wieder hochladen. Das heißt, wenn der Dokument ein bisschen groß ist, kann es ein bisschen langsam sein. Naja, also was passiert, wenn ein Konflikt stattfindet? Es ist applikationsspezifisch. Sie können vielleicht das neue Dokument herunterladen und dann wieder bearbeiten und dann wieder, ja. Und Sie können einfach einen Achtung-Konflikt machen, so es ist, wie Sie wollen. So. Views. Es gibt auch keine SQL-Queries, sondern MapReduce-Algorithmen. Es ist eine völlig andere Meinung. Sie können nicht einfach, also von SQL bis MapReduce einfach übersetzen. Das passt nicht. Also zu diesen MapReduce-Algorithmen. Es gibt zuerst eine Map-Funktion, die ein Dokument als Parameter nimmt und macht Key-Values. Eigentlich ist Map, also theoretisch, eine Funktion, die Key-Value nimmt und Key-Value macht. Also Dokument ist eigentlich ein Key-Value, weil der Schlüssel, also der ID ist. Also für jeden Dokument wird diese Map-Funktionen aufgeführt. Und, es kann kein Key-Value machen, ein Key-Value, mehrere Key-Value. Deshalb gibt es eine Emit-Funktion. Ja, übrigens ist das alles JavaScript, weil JSON ist JavaScript. Also, ja, es wäre, also es war einfacher mit JavaScript zu arbeiten. Deshalb
Die Autoren haben mit JavaScript gemacht. Naja. Dann gibt es eine optionale Reduce-Funktion. Das Ziel ist, nur einen Wert, also einen Wert zu malen. Es kann mehrere Werte machen, aber ja, also sie müssen aufpassen, weil es muss nicht lang sein. Also das Ziel ist wirklich eine kleinere Struktur zu haben. Naja, wie gesagt, ist diese Reduce optional. Das heißt, wenn Sie nur Key-Values möchten, können Sie auch das machen. So, Beispiel. Ich war in Kroatien in Urlaub. Das war sehr schön. Wenn Sie Urlaub haben möchten, ist das eine gute Idee. So. Also ich habe einfach alles importiert. Das heißt, es gab diese Dokumente, die auch JSON-Dokumente sind. Und ich habe nur einfach hochladen. So. Also, ein Dokument hat ein ID, der hier gezeichnet wird, also als Key. Und with halt Datum und Tags. Okay. Mit Füttern kann ich auch ein Temporary View machen, weil ich danach erkläre, was, also wie ein View gespeichert wird. So, es gibt ja, also naja. Ich möchte einfach ein View, das nur das Breite und Höhe der Bilder zurückgibt. Hat jemand Vorschläge? Nee. Also, ja, es war ein bisschen komplizierter vielleicht. So, ich mache einfach Doc ID als Schlüssel und naja. Und einfach. Ich möchte finden, also ja, die größte Breite und die größte Höhe. Wer hat Vorschläge? Ja, also eine Reduce-Funktion, die eigentlich was macht? Ich habe nicht zugehört. Also Maximum Werte. Ja, genau. So, es ist ein bisschen langsam. Ja. Funktion. Also die Reduce nimmt Key-Value als Parameter und
Also Value sind eigentlich diese Werte. Es ist eine Tabelle von diesen Werten. Und also ich und so weiter, gleich für die Rohre und dann ich höre zu. Was? Oh. So, ich. Was gibt es? Nee, ja. Grouping. Nee. Sorry. Und kein Grouping. Okay. Dieses Grouping ist, also wird später erklärt. Das sind eigentlich, also es ist möglich, also mehrere Dokumente mit dem gleichen Schlüssel zu machen. Und deshalb gibt es diese Grouping. Es ist ein bisschen wie in MySQL, diese Grouping, also Gruppe Funktionen. Oder sie können einfach alles nehmen mit keinem Grouping. Naja, so, ich möchte auch mit Tags machen, aber wir haben vielleicht keine Zeit dafür. Ich mache so einfach. Zum Beispiel, und ein. Okay. Und hier ist die Grouping möglich, weil also es gibt schon ein paar Built-in-Funktionen, zum Beispiel also Sum. Ja. Und naja, also Croatia hat drei Bilder, People hat vier. Also hier können Sie das sehen. Naja, so mit dieser eine als Wertgeschichte ist das ja natürlich eine andere Meinung. Sie haben vielleicht keine, also ich habe auch keine Gewohnheit, das zu machen. Man muss echt anders nachdenken. Naja. Was gibt es nur? Ja, es gibt auch Parameter, um nur ein Key zu, also hab zu holen,
und so weiter, die eigentlich nicht zu der View ist. Das kann ich später zeigen. So. So, Cache. Also diese Map-Ergebnisse werden nicht zweimal ausgeführt, weil es gibt keinen Bedarf, zweimal ein Dokument durchlaufen. Also wenn ein Dokument nicht aktualisiert ist, wird das letzte Ergebnis benutzt. Deshalb gibt es ein Cache pro View, pro Dokument. Und wenn, also wenn Sie Dokumente ausfüllen, also in den Datenbanken, ist es nur einmal alles ausgeführt. Und dann, wenn Sie ein neues Dokument machen, ist dieses Dokument, also nur dieses Dokument gemacht. Ja. Verstehen Sie? Ja. Ja. Sorry. Zu der Reduce-Funktion gibt es eigentlich ein drittes Parameter, der Re-Reduce heißt, weil eigentlich, also wenn nur ein Dokument aktualisiert wird, müssen ohne dieses System alle wieder also rechnen. Und es gibt eigentlich Gruppe in der Reduce-Funktion. Deshalb, wenn zum Beispiel der letzte Dokument bearbeiten wird, wird nur dieses Ergebnis wieder errechnet und dann auch der letzte. Aber die obere Dokumente haben nicht verändert. Also deshalb können Sie einfach das Ergebnis wieder nehmen, also also das im Cache ist. Es gibt eigentlich, also wie gesagt, gibt es nur eine Datenbank mit keine verschiedenen Tabellen. Es gibt also nur eine Tabelle. Und deshalb können wir mehrere Dokumente machen, das heißt mehrere Dokument-Typen. Naja, zwei Möglichkeiten, einfach ein Feldtyp gleich irgendwas schreiben oder is irgendwas gleich true. Wie macht man ein Join? Naja, diese Map-Funktion wird unabhängig von die anderen Dokumente ausgeführt. Und deshalb gibt es keine Möglichkeit, ein Join zu machen. Aber man kann trotzdem ein bisschen arbeiten, weil also eine Möglichkeit ist, Cache zu benutzen. Das heißt, wenn also zum Beispiel, ich mache eine Applikation mit also Blog, eine Blog-Applikation mit Kategorie und Artikel. Und die Kategorien werden nicht oft verändert. Und deshalb kann ich am Anfang des der Applikation alle Kategorien herunterladen und jede 5 Minuten wieder herunterladen. Und
Naja, das kann ich dann in JavaScript das machen. Die andere Möglichkeit ist ein View Collation. Das ist ein bisschen anders. Also die View Collation. Die Idee ist einfach als Key eine Tabelle mit 0, 1 und so weiter benutzen. Das heißt, die Ergebnisse sind wie so. Das heißt, MySlug 0, MySlug 1, MySlug 1. Und dann, wenn Sie nur der Schlüssel MySlug nehmen, gibt es diese 0 und 1 in diese Reihenfolge. Und da kann man zum Beispiel also ein Artikel also als Value geben und dann die Kommentare. Das ist auch eine Möglichkeit, um einen Join zu machen. Dann Design-Dokumente. Die sind besondere Dokumente, um also eine Applikation zu machen. Die sind eigentlich ganz normal, sonst es gibt diese Unterstrich Design slash in dem Namen. Und also da hat eine ID, Revisionnummer und so weiter. Und ja. View. So, dieser Dokument hat die Views. Die sind ganz einfach, Map und Map. Ja, nicht so gut Beispiel. Naja, so, das ist eine Applikation. Das heißt, wenn ich also, vorher. Es gibt auch Attachment. Das heißt, ich kann ein Attachment hochladen und der als Attachment ausgemacht wird. Und ich kann diese Attachment zugreifen. Das heißt, wenn ich, also es gibt ein ja, hier, index.html ganz runter. Und wenn ich das mache und index.html wird die Applikation gezeigt. Naja, also das ist die Philosophie von CouchDB. Das heißt, die Applikation ist selbst in der Datenbank. Das ist ziemlich nützlich. Ich habe ne. Also, ich habe nicht gesagt, aber diese, das wird auf nur mit JavaScript gemacht. Das heißt, wenn Google zum Beispiel möchte diese Seite gucken, gibt es eine leere Seite. Das ist nicht so gut für die also Search Engine Optimization und so weiter. So, deshalb gibt es auch eine Möglichkeit, feste Seite zu machen. Es ist eigentlich ein Template-System. Die Shows-Funktionen sind, was? Ja,
auch in einem Design-Dokument sind. Und die werden pro Dokument ausgelauft. Und die Liste werden mit einer View-Funktion ausgeführt. Ah ja, ich habe leider ja, nicht so Zeit. Es gibt eine dritte Möglichkeit, um das zu machen, und ist mit also eine dritte Ebene zu benutzen. Das heißt, CouchDB ist nur eine Storage Engine, wie MySQL eigentlich. Das heißt, sie haben in Mitte, also Python, Ruby, also PHP und so weiter. Und also ihre HTML wird das PHP Frage, also bitten, um also das PHP wird wieder an der CouchDB fragen und so weiter. Das ist eigentlich schon bekannt, also mit PHP, denke ich. Es gibt auch Möglichkeiten, also Python-Applikationen zu machen, also das heißt ohne HTML und so weiter. Also ja, CouchDB kann einfach ein Storage, also ein Speicher sein. Über Security, also Sicherheit, es gibt natürlich Benutzer. Ja, also es gibt hier diese ganz rechts Welcome to Admin Party, everyone is Admin. Das heißt, am Anfang gibt es keine Benutzer und ich kann einen Admin machen, das heißt rot und rot. Ja. Es gibt ein paar Informationen über Authentication und so weiter. Ja, Welcome Root. Ja, ich kann Logout und dann also wieder ein Database machen. Ja, weil nur der Admin eine Datenbank machen kann. Ja. Es gibt auch Rollen. Es ist, also ich kann auch zeigen, Security. Es gibt Admins und Readers. Und man kann eher also benutzen, hinzufügen oder Entropien, so weiter. Es gibt leider kein Schreibende. Das heißt, alle, die Readers sind, können auch schreiben. Das ist ein bisschen, also das ist vielleicht nicht gewollt. Das heißt, es gibt Validationsfunktion. Die Validationsfunktionen werden über einem Schreiben ausgeführt, und wenn etwas dagegen hat, kann die Funktion die Schreiboperationen löschen. Es gibt aber auch keine Per-User-Read, das heißt, alle Benutzer sehen die gleichen Informationen. Und das ist bei einem Webmail und so nicht so möglich. Es gibt trotzdem eine Möglichkeit. Man kann eine Datenbank pro Benutzer machen. Und dann werden sie, also gibt es
Fähigkeiten, diese Datenbanken zu synchronisieren und so weiter. Über HTTPS, ja, also vorher gab es keine Möglichkeiten, das heißt, wir sollen ein Hapag-Proxy benutzen. Ja, es scheint jetzt eine Möglichkeit zu geben. Also ich kenne leider es nicht. Aber es ist trotzdem möglich, also Seite mit Sicherheit zu machen. Über Replikation, naja, wir können, also die sind mehrere Datenbanken, die aus dem gleichen Rechner sind oder aus verschiedenen Rechnern. Ja, das ist egal für CouchDB. Man macht einfach eine Replikation von dieser zu dieser. Man kann auch zum Beispiel die zwei da, also in beide Richtungen machen. Man kann eine Replikation nur einmal machen oder also als continuous sagen. Das heißt, es ist ein nicht ein Polling, sondern ja ein bisschen gleich. Und wenn eine Veränderung hier stattfindet, wird sie automatisch auf diese Datenbank hochladen. Clustering. Jemand hat ein bbc.co.uk, also ein T-Shirt mit das geschrieben. bbc.co.uk benutzt CouchDB als Storage Engine. Und sie haben 16 Knoten, um die Informationen zu geben. Und also es gibt ein Projekt, der Launch heißt. Und Launch ist eigentlich ein Python-Script, die, wenn ein Nutzer ein View fragt, wird automatisch auf die verschiedenen Knoten ausgeführt und dann sammelt es wieder zusammen, also diese Ergebnisse, und dann schickt es zurück. Und das ist ziemlich cool, weil man kann Knoten addieren, wenn ein Bedarf gibt, so weiter. Ja, über CodeShop, also CodeShop ist ein Skript, der auch geführt, das heißt, es gibt hier zum Beispiel eine Coach-Applikation und ich nehme es, dann machen wir einfach einen Klon. Okay. Success. So far ist hier. Okay. Das ist eigentlich der Design-Dokument als Datei und Ordner. Und was CouchDB, also CouchApp macht, ist, er sammelt alle Dateien zusammen und macht einen Dokument. So. Ah ja, ich bin nicht rot, das heißt. Also das hat keine Sicherheit, aber es gibt andere Möglichkeiten.
So, gucken wir an. Sorry. Und hier ist die Applikation. In Vettern gibt es eigentlich Sofa und der ein Design Sofa hat und alle diese Dateien. Und das ist sehr praktisch, weil eigentlich die Applikation ist in der Datenbank und wenn ich eine Replikation mache, wird auch diese Applikation auf den anderen Rechner hochgeladen. Und das heißt, wenn ich zum Beispiel also ein Blog, also der hat zum Beispiel also wenn ich eine Applikation sehe und ja, denke ich, ah ja, ich möchte auch diese Applikation, muss ich nur einfach die Datenbanken also synchronisieren und ich habe auch die Applikation. Und das ist ziemlich cool, weil es gibt auch CodeGB auf den Smartphones. Seit August 2010 auf Android und also März 2011 mit iOS. Und das heißt, dass wenn ich ein Handy habe und ich möchte eine Applikation, die mit dem Handy läuft, das heißt zum Beispiel meine Konto. Naja, ich möchte eine Bank-Applikation machen und ich möchte auf meinem Handy immer eine Applikation haben, um meine Kauf zu rechnen. Ich kann einfach die Applikation hochladen und dann habe ich auf dem Smartphone die Applikation. Dann bearbeite ich. Und dann mache ich wieder eine Synchronisation auf dem Rechner bei Heim. Und naja, es gibt keinen Bedarf, ein Synchronisierungsprotokoll zu machen. Es ist ein Nachteil. Heutzutage gibt es viele Applikationen, die mit Smartphone laufen und es gibt dafür ein Protokoll und so weiter. Hier gibt es keinen Bedarf, das zu machen. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, dann sind wir fertig. Ich hoffe, dass ich habe gut erklärt, wie CodeGB funktioniert. Und naja, also mein Ziel war nur eher, dass Sie wissen, dass es gibt auch andere Möglichkeiten zu relationale Datenbank. Und ich hoffe, dass wenn Sie ein Projekt danach machen, denken Sie über andere Modelle nach. Ich bedanke mich und haben Sie noch Fragen? Ja.
Cursivy ist nicht gut, um ein Textsuche zu machen. Weil eigentlich, also das könntest du machen, du solltest dafür eine Map-Funktion, die alle Wörter gibt und also die Document-ID als Wert gibt. Und dann machst du ein, also nimmst du nur die Schlüssel, das du möchtest, und dann hast du die Applikation. Ja, okay, das ist total dumm. Also, ja. Zum Beispiel Twitter benutzt auch also NoSQL-Datenbanken. Das ist kein CouchDB, sondern drei andere. Sie haben, und auch Cassandra, das heißt vier. Sie haben eine Datenbank, um die Nutzer zu handeln und so weiter, die Gruppe, also da so weiter. Sie haben eine Datenbank, um also diese Textsuche zu machen und ja, so irgendwas sonst. Der Punkt ist, also ja, Facebook auch zum Beispiel benutzt NoSQL-Datenbanken. Weil am Anfang war es auf MySQL und dann gab es zu viele Nutzer. Und das ist nicht möglich. Also jeder Nutzer, also es gibt Millionen Nutzer, es gibt Millionen Nachrichten pro Nutzer. Ein Join zu machen, ist es zu langsam. Und deshalb sind sie auf Cassandra verschoben. Naja. Das heißt, ja, also der genaues Tool um die genaue Benutzung, du kannst verschiedene Systems haben. Und jedes System hat ihre Benutzung. Also sorry, aber ich habe nicht genau verstanden. Ja, es gibt Möglichkeiten, externe Prozeduren also aufzurufen, und das ist ja, das ist nur eine Möglichkeit, um also zum Beispiel Python-Scripts oder irgendwas aufzurufen. Das heißt, wo ist das? Ja, also in der Konfigurationsdatei muss ich diese external schreiben, und dann wird das geführt mit diese Parameter, und dann gibt es ein Antwort. Aber ja, das passt. Aber das ist, also das wird nicht synchronisiert. Ja, leider. Ja. Ich habe auch nicht zugehört.
Ich verstehe ganz nicht, sorry. Sorry, aber ich höre nichts zu. Kannst du lauter sprechen? JavaScript benutzen. Server. Okay, das ist best. die Frage war, JavaScript auf dem Browser oder der Server ist ausgeführt, auf dem Server. Und deshalb benutzt CouchDB SpiderMonkey, das System zum Mozilla, um das als Server zu machen. Es gibt auch Möglichkeiten, dieses Skript in C-Sharp oder andere Programmiersprachen zu machen, aber ja, ich denke, dass JavaScript ist einfach, weil JSON-Dokumente sind direkt in JavaScript. Ja, was sonst? Ich bedanke mich und ja, danke.